Hallo, hier ist der Joost. Heute mal wieder ein Pass-Around-Messer. Dieses hier, manche kennen's. Es kommt vom Hornsby zu mir. Der hat auch schon ein Video dazu gemacht. Der Andi hat auch schon ein Video davon gemacht. Der Pass-Around gestartet oder wurde gestartet vom Klaus L. Müller. Link in der Beschreibung der Kanal. Also alle, die auf kleine, edle Messerchens stehen, glotzen da rein. Aber dieses Messer gehört nicht dem Klaus, sondern ein Abonnent von ihm, und zwar dem Patrick. Und ja, da muss man einfach mal sagen, geile Sache. Das Messerchen, was hier drin ist, ist nicht billig, und darum ist sowas natürlich immer mal cool, wenn man sowas mal in der Hand haben kann. Also, der Dank geht erstmal am Patrick und zweitens selbstverständlich am Klaus L. Müller, ja, der mir auch ermöglicht hat, an diesem Pass-Around teilzunehmen. Und das ist eine coole Sache. Freue ich mich immer darüber. Es geht um dieses Modell. Giant Mouse. Das GM3. Das Zeichen fände ich ganz lustig. Zack. Hat irgendwie was Cooles. Oder sagen wir mal, hat irgendwas Außergewöhnliches. Zack. Giant Mouse Knives. Ich glaube, da kann man bei Instagram gucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Das soll jetzt nur mal so ein Ersteindruck sein. Gucken wir mal. So, machen wir mal hier. Machen wir mal das auf. Zack. Was kommt mir hier entgegen? Giant Mouse. Eine Karte. Ja, da kann man auf Pause drücken. Ich denke mal, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich denke mal, irgendwie garantiemäßig. Ich weiß es nicht. So, das Messer. Also Verpackung haben wir hier ordentlich. Zack. Einmal dies. Einmal das. Wo geht's auf? Hier geht's auf. Oh, ich bin wirklich gespannt. Oh, noch mehr eingepackt. Das legen wir mal weg. Okay. Ein Säckchen mit der Maus. Da knistert's drin. Aha. Das Messerchen ist auch nochmal eingepackt. So. Ja. Ganz ehrlich, das Säckchen finde ich gar nicht mal schlecht. Ja. Ich mag ja auch von ganz so die Täschchen. So ein Täschchen ist immer cool. So, da haben wir hier erstmal. Hier haben wir es. Wie heißt es? GM3 von Giant Mouse. Aha, da ist der Mauskopf. Ja, vielleicht kriegen wir den gleich nochmal drauf. So, was haben wir denn hier? Klingenstand nicht ganz mittig. Okay. So, ein Flipper. Ein Flipper mit Nagelhau. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Und als der Klaus L. Müller gesagt hat am Ende seines Videos, ja, hier, Pass Around, wer Bock hat, meldet sich. Ja, ich war sofort gespannt. Und habe mich dann gemeldet. Und hat wirklich, ja. Ja, zack, hier, kannst du mitmachen. Fand ich eine geile Aktion. Der Clip sieht irgendwie aus wie eine Krawatte. Ja, so. Wollen wir erstmal flippen. So, gucken wir mal. Flippertape. Zack, wir haben hier ein Jimping drauf. Oben nicht, nur hier seitlich. Gucken wir mal. Zack. Haut gut raus. Haut wirklich gut raus. Dann gucken wir mal sofort. Liner Lock haben wir hier. Steht sehr gut.
Wir haben hier Titan. Haben wir hier Titan? Ja, wir haben hier Titan. Der Clip ist auch Titan. Doch, ja. Ich muss sagen, ich habe vom Klaus das Video gesehen, vom Hornsby und vom Andy habe ich es noch nicht gesehen. Darum, ich sage jetzt einfach mal, das ist Titan. Ich habe es mir nämlich jetzt nicht nochmal extra angeguckt vom Klaus. Ja, aber es wiegt nichts. Also, ja, ist Titan. Mit einem Stonewash drauf. Zack. Wir haben hier einen kleinen Backspacer. Der ist schön abgerundet. Großes Lanyard-Loch. Vorgriff, gucken wir mal. Immer machen wir erstmal diesen hier. Zack. Den normalen Griff. Ja. Aha. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Das wird ein bisschen eng. So, hier vorne rein. Zack, zack, zack. Ja, also um ein bisschen Kontrolle zu haben, ich mit meinen Fingern. Das passt. Jetzt nicht für so. Aber hier vorne. Ich finde es dennoch ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich habe das schon öfter gesagt. Entweder einen vernünftigen, so dass ich meinen Finger da komplett reinlegen kann. Weil so hänge ich jetzt hier voll in der Schneide. Wir gucken gleich auch mal, wie scharf es ist. Ja, oder halt gar keinen Fingerjoil. Ja, das ist immer so ein kleines Mittelding. Ich jetzt mit meinen Fingerchen passt auch so ein bisschen. Ein anderer, der ein bisschen dickere Finger hat, wird auch hier vorne wahrscheinlich in der Spitze hängen. Ja, so. Die Klinge. Und das fand ich richtig cool. M390er Stahl. So, den kenne ich vom Tscherbukow Dukan. Ja, der Manuel Albrecht hatte mir das ja mal gegeben. Und da fand ich diesen Stahl richtig geil. Darum bin ich hier drauf ein bisschen gespannt. Ich darf das Messer jetzt erstmal ein paar Tage ein bisschen austesten. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Wir gucken jetzt mal, wie scharf es ist. Zack. Ja. Eine ordentliche Schärfe ist vorhanden. Zack. Da werde ich nach dem Video noch einmal mit einem Leder drüber gehen. Und dann bis zu meinem Fazit-Video nicht mehr nachschärfen. Ich werde kleine Sachen damit machen. Meine üblichen Tests, Salami und Fleischwurst schneiden, bisschen Papier, nichts Wildes, das Messer, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich das, ich sag mal so, es hat mir keiner verboten, es zu sagen, das Messer steht zum Verkauf, der Patrick möchte das wohl verkaufen, wer an sowas Interesse hat, ich habe euch ja den Klaus L. Müller verlinkt, unten, schreibt ihn einfach mal an. Der kann da bestimmt einen Kontakt herstellen. Da steht noch eine Zahl. Ich habe eine Zahl gesehen. Wie kriegen wir so einen da? Was steht denn da? 100. 135. Da. Ja, 135. Ich weiß gar nicht. Vielleicht limitiert. Was ich sagen muss aber, die Leute, die am Passaround teilnehmen, wir haben ja ein Kugellager, haben, wenn sie möchten, Vorkaufsrecht. Ne? Aber, wie gesagt, man kann ja mal nachfragen, kann man immer. Läuft gut. Läuft wirklich gut. Zack.
werde es nicht auseinanderschrauben, darum werde ich nicht wissen, was da für ein Kugellager drin ist. Ich sehe da zwei Pins. Warte mal, da muss ich mal. Ja, genau, können wir den Nagel benutzen. Ah, das wird. Aha, okay. Also ist jetzt nur eine Vermutung. Wie gesagt, ich werde das Messer ja nicht auseinandernehmen. Ich habe die Vermutung, dass da ein Stopp-Pin eingebaut ist. Ich denke mal, ihr werdet es jetzt nicht sehen. Egal wie ich es mache, ihr seht es nicht. Ihr könntet das erahnen. Und dass die Klinge ausgehöhlt ist. Das könnte sein. Ja, Jimping. Also das bremst gut. Das Jimping bremst gut. Bisschen klein. Aber es geht nah ans Aggressive. Sagen wir es mal so. Finde ich. Zack. Ja. Nettes Messerchen. Ja, mit dem Nagelhau. Da werde ich im nächsten Video zu kommen. Weil ich habe mal ganz spontan nachgeguckt. Drei Messer habe ich auf Anhieb gefunden. Aus meiner Sammlung. Wo ich mir sowas auch wünschen würde. Aber da werde ich im nächsten Video zu kommen. Darum finde ich das gar nicht mal scheiße. Mit dem Nagelhau. Und wer jetzt sagt, ja, aber kannst du auch hier öffnen. Ja, das Messer ist in der Hosentasche. Zack, nimmt es raus. Und packt sofort irgendwo in diesem Bereich. Zack. Man packt nicht hier. Das ist so die normale. Zack. Müsst ihr selber mal ausprobieren. Ich habe das nämlich mit anderen Messern schon ausprobiert. Und das ist. Also ich bin wirklich drauf gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist es richtig geil. Muss ich wirklich sagen. Der Clip. Titan, 3D gefräst. Ich sag mal so. Bis hier ist es noch relativ leicht hochzudrücken. Und dann haben wir eine extreme Spannung. Ja, werde ich ausprobieren. Sieht schick aus. Wir haben alles hier in so einem Stonewash. Wir haben Torx. Ja, ich hätte gesagt 8er, 6er, 8er, 6er. Das könnte auch ein 8er sein. Wamm. Also haut wirklich gut raus. Dann gucken wir mal. Absolut kein Spiel im Detent. Und die Klinge ist eigentlich sehr weit ausgenutzt. Ja, zack. Mein erster Eindruck, positiv, muss ich wirklich sagen. Wirklich positiv. Schön abgerundet hier alles. Sehr schick. Ja, freue ich mich drauf. Zack. Das wird jetzt benutzt. Natürlich im Rahmen des Möglichen. Man will es ja nicht kaputt machen. Muss ja auch nicht sein. Würde ich ja mit meinen Messern auch nicht machen. Also da braucht sich keiner Sorgen machen. Zack. Und wie gesagt, im nächsten Video gibt es alle Daten. Gibt es eine Erklärung, warum ich das eventuell gut finde. Das werde ich ja jetzt erstmal noch sehen. Und das Fazit. Ja, so. Das war's. Relativ kurz, relativ lang. Kann man sehen, wie man will. Aber eigentlich ist es wirklich
Also ich bin wirklich drauf gespannt. Für meine Hand ist es gar nicht zu dünn oder zu schmal. Also auf den Bildern, im Video vom Klaus, sah es ein bisschen so sehr filigran aus. Aber ich hätte gesagt, der Griff ist eigentlich sehr cool. Gut, ja, reden wir nicht weiter. Ich hau euch was unten in der Videobeschreibung. Ja, das war's eigentlich von mir. Klaus, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich werde das Messerchen jetzt ausprobieren. Einmal übers Leder ziehen. Und dann ist es top. Gut, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.